Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani RollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die letzten paar Fallen und Rätseln des Turms hier erledigt. Und ich glaube, wenn wir das Ding jetzt hier kaputt machen mit unseren roten Blitzen, die leuchten rot, dann kommt Volt und dann kommt ganz bestimmt ein Bosskampf und ja, deswegen war es. Zack. Jetzt können wir das Ding prüfen und jetzt kommt wahrscheinlich Volt und jetzt kommt ein Bosskampf, wir kriegen voll eins aufs Maul, ne? Ja. Come at me, Bro. Es ist Zeit. Dann mal los. Es ist genau wie damals. Was zum Teufel redet er da? China, beruhige dich. Ich übersetze. Ich habe ein Bündnis mit Mythos. Wer bist du? Schon wieder dieser Mythos? Wie kann er gleichzeitig Pakte mit Elementargeist an den Tetaler und Silveran schließen? Ja, vielleicht pendelte Mythos auch mit einem Rayer zwischen beiden Welten hin und her. Ich bin China. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzuheben und ein neues Bündnis einzugehen mit mir. Er sagt, sein Pakt mit Mythos sei aufgelöst, aber er möchte keinen weiteren Pakt schließen. Warum? Weil du nicht seine Sprache sprichst? Ich will mit niemandem mehr etwas zu tun haben, deshalb wünsche ich keinen Pakt. Nein, wir brauchen deine Hilfe. China, pass auf. Oh, fuck. Vorsicht, es ist genau wie damals. Oh nein, bitte nicht. Corinne, warum nur? China reißt sich zusammen. Aber Volt hat seinen Glauben an andere verloren. Ach, Corinne, Volt hat seinen Glauben an andere verloren. Leg dein Gelöbnis ab und versuch es nochmal. Ein Pakt zu schließen. Du kannst es schaffen, China. Corinne. Es tut mir leid, dass ich euch nicht helfen konnte. Nein, Corinne, du darfst nicht sterben. Oh, nee. China, unterwirf Volt gewaltsam. Lass Corinne Einsatz nicht umsonst gewesen sein. Sonst wird dich Volts Schatten ein Leben lang verfolgen. Namen alle, die ihr Leben riskiert haben, um mich zu beschützen. Volt, ich verlange deine Macht. Zuschauer sind alle wieder auf dem Ball. Okay. Mein Gott, was für Ereignisse hier. Was für Wendungen. Alles klar. Oh Gott. Da habe ich die Karte jetzt gewechselt. Ich glaube, das sollte ich ein bisschen öfter einsetzen, ne? Okay, Leute, hau schön drauf zu. Auf L2 war das, verdammt. Die ganze Zeit R2. Passiert nichts. Ja, ganz vorsichtig. Weil den kriegen wir schon. Aha. War noch meine Uniso-Attacke, die ich voll drauf hat. So, komm her. Mein Gott. Kann ich mal irgendwann durch Zufall irgendwas passieren? Volt erinnert mich aber ein bisschen auch an Tales of Xillias Volt. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Nein, du brauchst keinen Kraftschub. Warum kriegst du Kraftschübe? Leck mich. Aua, Hilfe. Hilfe. Ja, du darfst nicht sterben. Wäre ein bisschen blöd.
Na, ist gut. Okay, ich habe sogar Dingens eingesetzt. Ich habe keine TP mehr, aber... Oh, sehr schön, danke. Aber trotzdem, Mischgel, bitte. Wie sieht's aus? Ja, gut. Ah! Ah! Nein, ich schon wieder Thunderblade, ey. Wollt mich. Ich brauche HP, wird schon wieder verdammt. Boah, war knapp. Oh, Shino, darfst du nicht sterben, ey. Das ist wichtig, der Kampf für dich. Au. Hilfe, ey. Was der hier macht, der Typ. Aber wenigstens hüpft er nicht die ganze Zeit über den Boden. Aber was zum Teufel war das denn? Wasser des Lebens, ja. Gleich ein Kraftschub, Mann. Ich hab jetzt einen Kraftschub. Ja, warte, jetzt kriegst du eins aufs Maul. Power Silk Pinion, okay. Bau TP, verdammt. Na, warte, jetzt kriegst du eins aufs Maul. Hoffentlich zieht das viel ab. Summon Water! Und den! Oh, er hat schon abgezogen, finde ich. Okay, er hat es gemacht. Ah. Oh, du bist gleich tot. Okay. Sehr schön. Das war sogar... Oder es war durch Leutzand. Keine Ahnung. Ah. Holzack, leg dein Gelöbnis ab. Genau wie ich sagte, für alle, die ihr Leben maskiert haben, um mich zu beschützen. Und auch um Korinths Willen möchte ich beide Welten retten. Gelöbnis wurde abgelegt. Ich übergebe meine Macht an die Frau, die den Pakt geschlossen hat, Shina. Sehr schön. Was geht hier vor sich? Was denn? Ein Connect zwischen den beiden Welten wurde getrennt. Okay. Warte, ich übersetze. Die beiden entgegengesetzten Mana-Kräfte wurden getrennt? Was bedeutet es für Mana-Strom, wenn er unterbrochen wurde? Mana fließt von der Welt, in der die Elementargeister schlafen. Zur Welt, in der die Elementargeister wach sind. Dies ist das erste Mal, dass die Elementargeister in beiden Welten gleichzeitig erweckt wurden. Dadurch wurde das Mana, das die beiden Welten verbindet, eliminiert. Bedeutet dies, dass Silvan und Ted Haller aufgehört haben, gegenseitig um das Mana zu konkurrieren? Ich weiß es nicht. Sicher ist nur, dass der Mana-Strom zwischen den beiden Welten gestoppt wurde. Ja, schließlich werden die Welten sich trennen. Du meinst, die beiden Welten werden auseinanderdriften? Das ist perfekt. Dann werden sie aufhören, um das Mana der anderen Welt zu konkurrieren. Es gibt 5 Siegel in Silverrand. Und da sich am 5. Siegel kein Elementargeist befand, sollten wir in der Lage sein, das Mana zu stoppen, wenn wir die Elementargeister erwecken, die zu den anderen 4 Siegeln gehören. Vielleicht. Was? Wenn wir also Tetalas Elementargeist erwecken, werden wir Silverrand retten, ohne dass Tetala untergehen muss, richtig? Schließlich sind wir das Mana, das die Welten verbindet, verschwinden und die beiden Welten werden auseinanderdriften. Was?
Ich verstehe. Die Siegel sind also die Verbindungsräder zwischen den beiden Welten. Wir verdanken dir alles, China. Und auch Corinne. Was? Da ihr beide euer Leben riskiert habt, um einen Pakt mit Volt zu schließen, wissen wir jetzt, welche Funktion die Siegel haben. Das ist richtig. Wir haben das euch beiden zu verdanken. Corinne, ich danke dir. Corinnes Glocke halten. Und Sardonyx. China lernt T-Seal, Lightning. Und Summon Lightning. Und beschwören Titel. Okay. Sehr schön. Dann beschwören. Wow, das ist der erste Titel, den sie hat. Fällt mir gerade auf. So, dann weiß ich nicht. Weil hier Summon. Ja, jetzt können wir nicht mal Summon Corinne machen. Verdammt. Power Seal war das, ne? So, was haben wir noch alles bekommen? Sardonyx. Hilft dir bei der Suche nach einem Seelenverwandten. Okay. Es war ein R? Okay. Oh, TP-Verbrauch verringern, ja. Ja. Ein Drittel verringern, warum nicht? Und du bekommst mal hier. Dings hier, das hier, Sardonyx. Weil, warum nicht? Dings war nichts, aber egal. So, dann raus hier. Dann müssen wir. Ach ja, der wollte ja den. Den Typen mit den Rare 10 schicken, ne? So wie ich das verstanden habe. Aber. Können wir dann durch die ganze Welt fliegen? Das wäre ja richtig schön. Wahrscheinlich auch richtig. Ah. Wahrscheinlich auch richtig nervig, weil ich dann nicht wüsste, wo ich hin muss. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das so ist. Mann! Mach ich denn überhaupt Schaden manchmal? Ich will gar nicht mehr die Dinger. Verstehe nicht. Also mal auf dem Boden bleiben, danke. So, raus hier. Für Deprimierte. いよいよレアバードとご対面だな。シーナが落ち込んでる時にデリカシーがないな。何言ってんだよ。過ぎたことをくよくよ言ってんじゃねえよ。そんな言い方。シーナも悲しみが深く辛い。もうゼロスは少し黙っててよ。へいへい。そんな風に周りが腫れ物触るみたいにするとはもっと落ち込むんだよ。 Okay, dann sag das doch. Du hast es geschafft, den Pakt mit Volt zu schließen. Glückwunsch, China. Orochi, ich danke dir. Nun zur Position der Rayas. Werft einen Blick auf diese Karte. Das Signal von Chinas Navi-Piloten kam aus dem Meer, südostlich von ihr. Dort befinden sich eine... Was? Fjordartige... Von Eis bedeckte Gegend. Das muss der Eingang zum Stützpunkt der Abtrünnigen sein. Wenn er sich unter Wasser befindet, heißt das, dass wir im Meer tauchen müssen? Keine Sorge. Ich gehe vor und treffe die notwendigen Vorbereitungen. Ihr stößt später zu. Ich will jetzt ja vergessen, wo wir hin müssen. Okay, wir müssen los. Ja, auch um Colette zu retten. Ja, ich hoffe, Colette geht's gut. Ja. So. Danke, Corinne. ありがとな。お前とコリンのおかげだよ。私コリンに謝らないと。どうしてだ。コリンに力不足だなんて言っちまったからさ。不足してたのは私の根性だったみたいだ。あの子にひどいことを言っちまったよ。コリンの鈴に祈れよ。鈴に。コレットがよく言ってた。
祈るってのは自分の中にいる神様に語りかけることなんだって。鈴に祈ったらコリンに届かないかな。そうだね。祈るよ、コリンに。ありがとう。それからごめん。Okay. Ah ja, ich glaube, wir sollten mal jemand anderen steuern, dann, wenn ihr es jetzt nicht gerade so gut geht. So. Also nicht. Ja. So. Wo müssen wir nochmal hin? Ich habe es schon wieder längst vergessen. Irgendwo im Meer auf jeden Fall. Den Mitteilung, dass die Royals sich im Stützpunkt der Abtrünnigen befinden, irgendwo in den eisigen Fjorden des nordöstlichen Kontinents. Ach da, okay. Okay. Aber ich möchte erstmal nach Mizo vielleicht hingehen. Mich da ausruhen, wenn das möglich wäre. Ja. Wunderschöne Steuerung, ich liebe sie. Ah. So. Ja, hier ist so selten. What? Ja, da habt ihr irgendwo was zum Heilen. Ja. What? Ich werde da vielleicht diese eine Karte jetzt nochmal holen. Für China. Freseas Wunschanhänger. Fresea, genki dashina yo. Watashi no koto wa kini shinaide kudasai. Watashi yori Coretto-san ga. Daijoubu. Aitsu wa kyōun no mochinushi da kara. Zettai ni buji sa. Hoshō suru yo. China no yū toori da yo. Fresea ga ochikonderu to Coretto ga kitto shinpai suru ze. Demo watashi no sei desu. Watashi コレットさんを助け出すまで自分を許せそうにありません。じゃあ願い札を作ったらどうだい？願い札？みずほでは木の札に願い事を書いて神様に捧げるのさ。みずほの神はクルシスの神とは違う。どうだい？願いをかけてみるかい？やってみます。俺も手伝うよ。細かい仕事は得意だから。OK。Erstmal möchte ich nach. Okay, gehen wir nach Rosette. Können wir uns da heilen? Weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt losgehe und so schon wieder Dutzende Cutscenes und so ausgelöst werden und ich möchte gleich für heute Feierabend machen. Da waren schon 4-5 Parts. 5 Parts. Und ja, das reicht auch wohl. Hier ist nur noch kurz am Wieso und hol mir die Karte für China. Mein Gott, zwei Stunden schon am Zocken, ey. Okay. Weiß auch nicht, ob die Karte es so auf Dauer bringt, aber was soll's. Müssen wir jetzt wieder durch den Wald, ne? Ja. Also war mit Neusch. Der begleitet uns die ganze Zeit, ne? Aber den sehen wir nirgendwo. Irgendwie merkwürdig und gruselig zur gleichen Zeit. Aber wir könnten eigentlich schon mal auf den Weg gehen, irgendwie zu wo auch immer es sein muss. Ne, okay. Da gib mir die letzte Karte, die du noch hast. Die zwar auf Dauer so bringen wird, weiß ich nicht. Oder Anpassungsdienste, sei es was Neues. So. Er ist vielleicht gebracht gegen Volt, aber was soll's. Wir können ja mal hier bei dem mal vorbeischauen. Wir werden bestimmt wissen, dass wir das geschafft haben, ne? Okay, dann nicht. Ich hab Volt bezwungen. Cool Story, ist es Wunschanhänger. Okay.
悪そうだよ。あ、いえ、何でもないんです。何でも。Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. ないでしょうよ。いえ、ただ神木で願い札を作ろうと思って。神木を取ってきたのか？神木は毒の沼地にしか生えてないだろう。神木は神聖な木ですから、その方が効果があると思ったんです。無茶しちゃダメだよ。プレセアが倒れたら、オレットが悲しむんだから。けなげだね、プレセアちゃんは。OK。Gibt's hier noch was? Nö, glaub nicht. I seem to have lost my interest. Okay. Dann. Gehen wir nochmal schnell irgendwo hin, wo wir locker durch die Gegend fahren könnten. Dann machen wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich, wie ich mich kenne, die ganze Folge auf dem Weg. So, ich könnte nochmal hier am Anpassungsplan gehen. Ich habe jetzt wieder neue Sachen gefunden, glaube ich. Wenn wir schon Zeit verschwenden, dann richtig. Bams. In your face. Okay. So, die Genehmigung haben wir alles, ne? So, Anpassungsdienste. War schon alles aktuell. Stimmt, ich Idiot. Keine Ahnung, dann tun wir uns hier schon mal irgendwo an einen Strand begeben. Gucken, ob wir von da aus irgendwie den Ort finden, wo wir hin sollen. Nach Nordosten müssen wir ja, ne? Wird schon leicht zu finden sein. Ich hätte Gegenstände kaufen sollen, ich Idiot. Egal, kein Bock. So, dann würde ich sagen, kann auch da drin speichern. Ich glaube nicht, ne? Doch, klar. Sehr schön. Aber ich möchte hier speichern. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann den Ort suchen, wo wir hin sollten. Ja, wo die Rayards sind. Und ja, bis dahin sage ich ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss.